Ja, dann wünsche ich Ihnen allen mal einen wunderschönen guten Morgen und begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Vorlesung in der Statistik für Humanwissenschaftlern. Ich fange wie immer mit einer Wiederholung von der letzten Vorlesung an. Ich habe Ihnen beim letzten Mal vorgestellt, was man in der Statistik unter dem Begriff des Zufalls versteht. Dazu haben wir erstens kennengelernt das sogenannte Zufallsexperiment. Ein Zufallsexperiment ist ein Experiment mit vorher unbestimmtem Ergebnis, das im Prinzip unbeeinflusst voneinander beliebig oft wiederholt werden kann. Bei diesen nennen wir die Menge aller möglichen Ergebnisse, Groß Omega, die Grundmenge. Teilmengen dieser Grundmenge heißen Ereignisse, einelementige Teilmengen, Elementarereignisse. Und wir wollen vorhersagen, ob Ereignisse eintreten oder nicht. In dem Sinne, ein Ereignis tritt ein, falls das Ergebnis des Zufallsexperiments im Ereignis zu liegen kommt. Wir haben uns dann die absolute und relative Häufigkeit des Eintretens eines Ereignisses angesehen. Wird ein Zufallsexperiment n mal durchgeführt, so gibt die absolute Häufigkeit des Eintretens eines Ereignisses an, wie oft das Zufallsexperiment dabei eingetreten ist. Wenn es n mal durchgeführt wird, kann das eine der Zahlen sein, 0, 1 bis n. Und wenn Sie diese Zahlen noch durch n teilen, ist es die relative Häufigkeit des Eintretens eines Ereignisses. Und was dann unserem Begriff der Wahrscheinlichkeit zugrunde liegt, ist das sogenannte empirische Gesetz der großen Zahlen, eine Beobachtung aus der Praxis. Führt man ein Zufallsexperiment unbeeinflusst voneinander immer wieder durch, so nähert sich die relative Häufigkeit des Eintretens eines beliebigen Ereignisses a einer von a abhängenden festen Zahl p von a, Zahl zwischen 0 und 1 an. Und diese Zahl p von a nennt man Wahrscheinlichkeit von a. Und das Ziel im Folgenden ist es, Wahrscheinlichkeiten oder irgendwelche Vorhersagen über Wahrscheinlichkeiten zu machen, ohne dass wir das Zufallsexperiment wiederholt durchführen müssen. Also wir haben beim letzten Mal das Beispiel gesehen, Werfen eines echten Würfels. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine der Zahlen 1, dass er mit einer der Zahlen 1 bis 6 oben landet? Und wenn Sie das einfach wiederholt durchführen, dann sehen Sie, die relativen Häufigkeiten nähern sich ein Sechstel an. Deswegen sind die Wahrscheinlichkeiten alle ein Sechstel. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine 1 würfelt, ist eine 1 Sechstel. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine 2 würfelt, ist eine 1 Sechstel. Und so weiter, bis die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine 6 würfelt, ist eine 1 Sechstel. Aber solche Vorhersagen wollen wir eben machen, ohne Zufallsexperimente durchführen zu müssen. Dazu werde ich Ihnen heute zunächst mal den mathematischen Begriff vorstellen, mit dem wir Wahrscheinlichkeiten modellieren. Das ist der sogenannte Wahrscheinlichkeitsraum, ersten Teil der Vorlesung. Und dann werde ich Ihnen das einfachste Modell für so einen Wahrscheinlichkeitsraum vorstellen. Es gibt den Laplace'schen Wahrscheinlichkeitsraum. Beim nächsten Mal werde ich Ihnen dann unmittelbar zeigen, was Sie praktisch mit dem bisher Erlernten anfangen können. Das heißt, ich werde Ihnen eine reale Anwendungssituation mit dem bisher Erlernten lösen oder den Zufall dabei analysieren. Und dann werden wir kompliziertere Modelle vorstellen und Eigenschaften der Modelle untersuchen. Was Sie da machen, wenn Sie jetzt Wahrscheinlichkeiten oder irgendwas modellieren wollen, Sie wählen halt irgendwann ein geeignetes Modell für den Zufall, der bei Ihnen auftritt. Und das ist ein Beispiel für den Spruch, den ich am Anfang der Vorlesung mal gebracht habe. In Science we buy knowledge by assumptions. Also in der Wissenschaft, kaufen wir uns Wissen, indem wir Annahmen machen. Aber dazu müssen Sie eben verstehen, was diese Annahmen überhaupt bedeuten. Und das sollen Sie hier lernen. Okay, dann kann ich das wieder wegstellen. Ich kann auf den Touchscreen drücken. Der Touchscreen reagiert nicht, doch er reagiert doch. Und ich kann an die Tafel schreiben. Was will man mehr? Und hatte ich das Licht richtig angemacht? Ja. Gut. Wir überlegen uns jetzt erstmal, was sind
Eigenschaften von Wahrscheinlichkeiten, da schreibe ich eine ganze Reihe hin, auf die man relativ leicht kommt, dass diese Wahrscheinlichkeiten, da werden ja Mengen irgendwas zugewiesen, deswegen brauchen wir Aussagen über Mengen. Die Aussagen über Mengen haben Sie bei Herrn Hansmann in den Vortragsübungen schon mal kennengelernt. Ich wiederhole mal noch mal ein paar Bezeichnungen dazu. Also ich schreibe BEZ für Bezeichnungen. Sie kennen diese durchgestrichene Null, das ist die leere Menge, die kein Element enthält. Sie kennen das sogenannte Komplement einer Menge. Wir haben eine Menge A. Wir machen oben noch einen Index dran. Und das ist dann die Grundmenge ohne A, also alle diejenigen Elemente, die in der Grundmenge drin liegen, aber nicht in A. Das ist das Komplement. Das kann man Ihnen unmittelbar in einem Bild veranschaulichen. Sie haben die Grundmenge hier als Kasten. In dieser Grundmenge haben Sie eine Menge. Und dann ist das Komplement, sind eben alle diejenigen Elemente, die nicht in der Menge drin liegen. Das heißt, es ist dieser äußere Rand hier. Also ist da, ja, Komplement. Dann kennen Sie auch die Vereinigung, den Schnitt zweier Mengen. Für die Vereinigung haben wir dieses A und dann dieses geschweifte V, B geschrieben. Für den Schnitt das umgekehrte geschweifte V. Vereinigung Schnitt von A und B. Also Sie haben jetzt zwei Mengen, wenn ich nochmal das Bild dazu male. Ich male wieder die Grundmenge als Kasten, dann haben Sie jetzt zwei Mengen, also irgend so einen Kringel hier und irgendeine zweite Menge, die male ich mal hier. Und wenn Sie jetzt die Vereinigung nehmen wollen, dann nehmen Sie eben beide Mengen zusammen. Und wenn Sie einen Schnitt machen wollen, dann nehmen Sie diejenigen Elemente, die in beiden Mengen gleichzeitig drin sind. Das heißt, es wäre hier diese kleine Fläche. Also hier haben wir und dann hatten wir noch die mengentheoretische Differenz. B ohne A, das habe ich oben schon als Omega ohne A verwendet. Das ist diejenige Menge, die alle Elemente aus B enthält, aber keine aus A. Also ohne die aus A. Das ist die Differenz der Mengen A und B. Oder A ohne B. Ich habe hier irgendwo farbige Kreide, kann ich glaube ich da noch reinmalen. Wenn Sie sich überlegen, im Bild da oben, wo ist A ohne B? Also wenn ich rot mache. Sie nehmen alles ohne von A, aber eben nichts von B. Das heißt, Sie nehmen den ganzen Teil hier,
aber den Teil, der mit B überlappt, lassen Sie weg. Okay, klar soweit? Oder Fragen? Sie haben eine Frage? Spielt es eine Rolle, was vorne steht, was B ohne A ist? Habe ich natürlich schön hinbekommen hier. Sie sehen schön, es spielt eine Rolle, weil ich wollte eigentlich B ohne A hier haben, habe Ihnen hier aber A ohne B erklärt. Ne? Aber Sie sehen sofort am Bild, A ohne B ist das, während wo wäre B ohne A? Können Sie vielleicht selber antworten. Auf der anderen Seite, ne? Die andere Seite wäre B ohne A, ne? Also didaktisch genial gemacht, ne? Aber kann man sagen. Andererseits, Sie sehen sofort, es spielt eine Rolle, ne? Eigentlich hätte ich das andere straffieren müssen, ist richtig. Okay, noch eine Frage? Keine Frage. Dann möchten wir jetzt überlegen, was sind Eigenschaften von Wahrscheinlichkeiten? Und da werde ich 6 Stück formulieren. Das erste, das hatten wir schon in der Definition drin, das P von A war eine Zahl zwischen 0 und 1, also die Wahrscheinlichkeiten liegen zwischen 0 und 1. Also wir haben 0, kleiner gleich P von A, kleiner gleich 1. Und das gilt für alle A aus Teilmenge von Omega. Das ist klar, weil so wie ich meine Wahrscheinlichkeit definiert habe, das war ein Grenzwert von relativen Häufigkeiten. Die relativen Häufigkeiten, da habe ich gezählt, wie oft tritt mein Ereignis ein, wenn ich mein Zufallsexperiment n mal durchführe. Das ist eine Zahl zwischen 0 und n, die durch n geteilt. Das gibt eine Zahl zwischen 0 und 1. Das heißt, die relative Häufigkeiten liegen alle zwischen 0 und 1. Dann muss der Grenzwert davon, wenn er existiert, also wenn sich diese relativen Häufigkeiten immer mehr einer Zahl annähern, auch echt zwischen 0 und 1 liegen. Also erste Eigenschaft. Zweite Eigenschaft, wenn Sie sich überlegen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit der leeren Menge und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit des Gesamtraums. Das können Sie unmittelbar hinschreiben. Ganz egal, um was für ein Zufallsexperiment es sich handelt. Haben Sie einen Vorschlag? Die Wahrscheinlichkeit der leeren Menge ist 1 oder die Wahrscheinlichkeit des Gesamtraums ist 1? Die Wahrscheinlichkeit der leeren Menge ist 0, die Wahrscheinlichkeit des Gesamtraums ist 1. Das muss so gelten, warum? Die leere Menge kann nicht vorkommen, weil sie kein Ereignis hat. Das ist schwer zu interpretieren, was Sie damit meinen. Aber was Sie meinen ist, also das Ergebnis des Zufallsexperiments kann nie in der leeren Menge liegen, weil kein Element drin liegt. Ne? Das heißt, wann immer Sie eine relative Häufigkeit der leeren Menge ausrechnen, keines der Ergebnisse, die rausgekommen sind, können drin liegen. Bei der relativen Häufigkeit kommt immer 0 raus. Dann ist klar, der Grenzwert muss auch 0 sein. Und genauso sehen Sie, das Omega ist die Menge aller möglichen Ergebnisse. Das heißt, wann immer Sie eine relative Häufigkeit von so einem Omega ausrechnen, alles liegt drin. Die relative Häufigkeit ist n geteilt durch n, also 1. Also muss der Grenzwert auch 1 sein. Okay, dritte Eigenschaft. Wahrscheinlichkeit von einem Komplement für alle A-Teilmenge Omega. Die Wahrscheinlichkeit, dass was nicht eintritt, ist gerade 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass was eintritt.
Also P von A Komplement ist gleich 1 minus P von A. Auch das sehen Sie sofort über relative Häufigkeiten. Also von jedem einzelnen Ergebnis des Zufallsexperiments gilt ja, es liegt entweder in A Komplement oder in A drin. Das heißt, wenn Sie die relativen Häufigkeiten von A Komplement und von A zusammen aufaddieren, kommt 1 raus. Das heißt, so relative Häufigkeiten haben immer die Eigenschaft, relative Häufigkeit von A Komplement ist 1 minus relative Häufigkeit von A. Und im Grenzwert gilt die gleiche Beziehung dann. Und dann eine vierte. Geht in die gleiche Richtung. Wenn Sie zwei Mengen haben, die paarweise einen leeren Schnitt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten. Für alle AB. Für alle AB aus Omega mit A geschnitten B ist die leere Menge, gilt P von A vereinigt B ist gleich P von A plus P von B. Und das machen Sie sich wieder mit relativen Häufigkeiten klar. Wenn irgendwas in A vereinigt B drin liegt, dann liegt es entweder in A oder in B, aber nicht in beiden gleichzeitig drin. Und daraus folgt die relative Häufigkeit von A vereinigt B ist die relative Häufigkeit von A plus die relative Häufigkeit von B. Sie gehen zum Grenzwert über, die Beziehung bleibt bestehen. Sie haben eine Frage? Sie würden mich noch mal bitten, ein bisschen langsamer zu sprechen, kann ich machen? Und ich soll noch mal von vorne anfangen, dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Ne? Kein Problem, ne? Okay, einfach nur ab sofort ein bisschen langsamer sprechen, ja. Vielleicht so, hat jemand Baldrian da oder so, ne? Bitte, Sie haben noch eine Frage? Nochmal bitte die vierte Eigenschaft erläutern. Also die vierte Eigenschaft besagt, wenn Sie zwei Teilmengen von Omega haben. Die dritte oder die vierte? Die dritte, nochmal die dritte Eigenschaft erläutern. Die dritte Eigenschaft besagt, Sie haben eine Teilmenge von Omega. Dann ist die Wahrscheinlichkeit vom Komplement gleich 1 minus der Wahrscheinlichkeit von der Menge. Die Wahrscheinlichkeit vom Komplement ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis nicht eintritt. Und das ist gerade 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass es was eintritt. Diese ganzen Beziehungen, die ich Ihnen hier hingeschrieben habe, folgen eigentlich trivial aus Eigenschaften der relativen Häufigkeiten. Das heißt, ich könnte jetzt eine Bezeichnung einführen, ich habe ein Zufallsexperiment n mal durchgeführt. Was bezeichne ich als relative Häufigkeit einer Menge dann? Und dann könnte ich diese Bezeichnung hier überall ersetzen, die ganzen Beziehungen zeigen und dann sagen, okay, meine Wahrscheinlichkeiten sind ja Grenzwerte von diesen relativen Häufigkeiten. Wenn die für die relativen Häufigkeiten einzeln gelten, müssen sie auch für die Grenzwerte gelten. Aber wenn Sie das nicht sehen, ist nicht weiter schlimm, brauchen Sie nicht wirklich. Es war nur eine Idee, wie man das plausibel machen könnte. Okay, noch eine Frage? Ja, jetzt kommen noch zwei. Ich habe ja gesagt, ich mache 6. Ich schreibe das vierte noch mal komplizierter hin. Das haben wir hier für 2 Ereignisse. Ich kann es auch für eine endliche Anzahl von Ereignissen machen, genauso, indem ich es einfach iterativ anwende. Dann wird es folgendermaßen lauten. Für alle natürlichen Zahlen n, also dieses n mit dem Doppelstrich sind die natürlichen Zahlen, 1, 2, 3 und so weiter. Für alle Mengen a1 bis an Teilmenge Omega. Die jetzt eben paarweise leeren Schnitt haben, also ai geschnitten aj ist die leere Menge für i ungleich j.
gilt die Wahrscheinlichkeit von der Vereinigung von N-Mengen. Ist die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten. Für n gleich 2 steht es in viertens und für allgemeines n folgen Sie es entweder sukzessive aus viertens oder aus, machen Sie es allgemein klar. Also auch fünftens ist eine Eigenschaft, die eigentlich unmittelbar aus Eigenschaften der relativen Häufigkeiten folgt. Und dann in der mathematischen Modellierung macht man jetzt noch eine weitere Sache dazu, die eigentlich entscheidend ist, die aber nicht direkt aus den Eigenschaften der relativen Häufigkeiten folgt, aber die sich für die Modellierung als extrem nützlich herausstellt, nämlich man fordert das nur nicht für eine endliche Vereinigung, sondern auch für ein abzählbar unendlich viele Mengen. Das heißt, wenn ich Mengen A1, A2, A3 und so weiter habe, die paarweise nicht überlappen, dann ist die Wahrscheinlichkeit der unendlichen Vereinigung von K gleich 1 bis unendlich über AK gleich die unendliche Summe an der Stelle. Das ist Nummer 6. Für alle A1, A2 und so weiter Teilmenge Omega mit wie oben AI geschnitten ist gleich AJ, für alle I ungleich J. Jetzt betrachte ich hier die Wahrscheinlichkeit von der unendlichen Vereinigung der AK, also ich nehme einfach die Menge, wo alle Elemente aus den Mengen A1, A2 und so weiter drin sind und sage, das ist gleich die unendliche Summe. Und diese unendliche Summe schreibe ich mit dem Summenzeichen hin. K gleich 1 bis unendlich P von AK. Und das Ganze ist dann die sogenannte Sigma-Additivität. Stören sich nicht an der Bezeichnung, sieht so ein bisschen komisch aus, warum heißt es um Gottes Willen Sigma-Additivität, was macht das Sigma davor, ist eben historisch gewachsen, dass das die richtige Bezeichnung oder dass das die übliche Bezeichnung ist. Also additiv ist irgendwie noch einigermaßen plausibel, die Wahrscheinlichkeit von einer Vereinigung ist die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten und Sigma deutet an, das gilt sogar für abzählbar unendlich viele Mengen. Okay, Fragen soweit? Könnte ich nochmal kurz erklären, was in den 5 und 6 J sind? Also in den 5 und 6 hier steht zum Beispiel AI geschnitten AJ ist ungleich 0. Das soll für alle möglichen Indizes I und J gelten. Also I ist eine Zahl zwischen 1 und N, J ist eine Zahl zwischen 1 und N, aber natürlich muss I ungleich J sein, weil sonst kann es ja nicht gelten. J ist eine weitere Variable. Genauso ist hier J eine weitere Variable. Okay? Das sind die Eigenschaften, die wir später nehmen, um zu definieren, was wir als gültige Zuweisung von Wahrscheinlichkeiten, von Mengen zu Wahrscheinlichkeiten zulassen. Das heißt, wir werden später definieren,
unser entscheidendes Objekt ist so eine Zuweisung, wo ich jeder Teilmenge von Omega eine Wahrscheinlichkeit zuweise. Und das ist für uns richtig, wenn die Eigenschaften 1 bis 6 gelten. Sie können es mathematisch schwächer formulieren. Das wäre so eine kleine Spielerei, könnte ich jetzt machen, würde Ihnen nicht unbedingt gefallen. Ich sage es Ihnen nur ganz kurz. Ich könnte zum Beispiel 1, 2, 6 fordern und zeigen, der Rest folgt daraus. Und de facto könnte ich bei 1 auch nur noch folgern, dass das größer gleich 0 ist, das kleiner gleich 1 brauche ich auch nicht. Und ich müsste noch, und ich könnte bei 2 nur fordern, dass P von Omega gleich 1 ist, wenn ich noch fordere, dass die Wahrscheinlichkeiten reelle Zahlen sind. Das wäre so ein standard kleiner Beweis aus der Maßtheorie, den ich hier aber nicht machen würde. Das wäre dann sinnvoll, wenn man später mal zeigen will, also wir werden später Modelle für solche Wahrscheinlichkeiten kennenlernen. Und wenn wir dann zeigen wollten, diese Eigenschaften liegen in der Tat alle vor, dann müssten wir gar nicht alle zeigen, sondern wir müssten nur klar machen, unsere Wahrscheinlichkeiten sind reelle Zahlen größer gleich 0, den Gesamtraum wird 1 zugewiesen und das gilt. Aber da wir das in der Vorlesung sowieso nicht machen, brauchen wir es auch nicht. Also das nur als Randbemerkung. Was ich jetzt machen soll, ist, ich kann aus diesem 1 bis 6 noch weitere Sachen folgern. Wir machen mal Folgerungen. Meine erste Folgerung ist eine Monotonie-Eigenschaft. Wenn die Menge A in der Menge B enthalten ist, dann hat A, dann ist die Wahrscheinlichkeit von A kleiner gleich der Wahrscheinlichkeit von B. Also AB Teilmenge Omega. Mit A ist eine Teilmenge von B. Daraus behaupte ich immer, nein, die Monotonie-Eigenschaft ist das zweite. Ich zeige zunächst, in dem Fall kann ich die Wahrscheinlichkeit von der Differenz schreiben als Differenz der Einzelwahrscheinlichkeiten. Ich mache Ihnen ein Bild dazu, dann werden Sie es eigentlich gleich sehen. Sie haben Omega, die Grundmenge. Sie haben irgendwo eine Menge B in dem Omega drin. Und dann haben Sie eine Teilmenge A von B. Wenn das A eine Teilmenge von B ist, dann muss die im Inneren von B liegen. Das heißt, wir machen im Inneren und B was weiteres rein. Jetzt können Sie sich überlegen, wo ist es B ohne A? Das können Sie vielleicht mal sich in der Tat überlegen. Vorschlag B ohne A ist wo? Das ist das Ganze von B ohne das Innere von A, ne? Ohne den Teil von A, ne? Also gerade der Teil zwischen den beiden Mengen. Also das da ist gleich B ohne A. Und wenn Sie jetzt die Wahrscheinlichkeit als Flächeninhalt betrachten, dann sehen Sie sofort, der Flächeninhalt von dem B ohne A ist ja der gesamte Flächeninhalt von B minus dem Flächeninhalt von A. Also die Fläche von ganz B ist die, oder die Fläche von dem, von diesem Gestreiften ist die Fläche von B minus die Fläche von A. Und das gilt eben analog für Wahrscheinlichkeiten. Das können Sie jetzt auch formal begründen. Formal würden Sie so argumentieren,
Sie können das B Ich kann das B schreiben als B ohne A vereinigt mit A. Wenn Sie also aus dem, von dem Streifen das Innere von A noch dazu nehmen, kommt da gerade B raus. Dabei Wobei, wenn Sie den Streifen und das Innere von A angucken, die überlappen nicht. Das heißt, der Schnitt von den beiden ist die leere Menge. Haben Sie eine Frage? Das ist einfach der Schnitt. Das ist das Schnittsymbol, ne? Okay, also Sie konnten es nicht lesen. Das B ohne A geschnitten mit A ist die leere Menge. Und das ist klar nach der Definition von B ohne A, weil B ohne A waren ja gerade Elemente, die nicht in A drin liegen. In B, aber nicht in A. Dann kann natürlich keines gleichzeitig in A drin liegen. Ja, aber wenn Sie das haben, dann haben Sie P von B, ist ja das gleiche wie P von B ohne A vereinigt A. Und jetzt können Sie in die Beziehung 4 reingehen, römisch 4. Nach römisch 4, Sie haben die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung von zwei Mengen, deren Schnitt war die leere Menge, die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung ist dann die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten. Das ist also P von B ohne A plus P von A. Und daraus bekommen Sie unmittelbar die Behauptung. Das lösen Sie jetzt nach P von B ohne A auf. Sie sehen, P von B ohne A ist dann P von B minus P von A. Fragen soweit? Also das Ganze kommt Ihnen wahrscheinlich gerade ein bisschen ungewohnt vor, weil solche Art von Schlussweisen haben Sie nie gesehen. Sie müssen es auch nicht selber können gerade, Sie müssen es nur nachvollziehen können. Standardtrick aus der sogenannten Maßtheorie, was ich hier gerade mache. Also es sind einfache Umformungen. Allerdings stimmt es nicht mit der Schulmathematik überein, so gesehen ist es. Da sind Sie diese Manipulationen von Mengen sind Sie nicht gewohnt. Aber wenn man das mal gesehen hat, geht es ganz einfach. Also stören sich nicht dran, dass Sie es spontan nicht sehen, aber Sie sollten es nachvollziehen können. Das reicht vollständig. Okay, Fragen? Dann kommen wir zum zweiten Teil. Das war das, was ich gerade eben eigentlich schon hinschreiben wollte. A, B, Teilmeldung Omega. Daraus folgt P von B ohne A ist. Nee, daraus folgt die Monotonie. P von A ist kleiner gleich P von B. Also wenn Sie zwei Ereignisse A und B haben, A ist den zweiten erhalten. Das heißt, wenn immer A eintritt, dann tritt auch B ein. Dann ist die Wahrscheinlichkeit vom A kleiner gleich der Wahrscheinlichkeit von B.
Das steht hier. Und das folgt unmittelbar aus 1. Statt zu zeigen, P von A ist kleiner gleich P von B, zeige ich P von B minus P von A ist größer gleich 0. Ich schreibe also P von B minus P von A hin. Dazu wende ich 1 an. Also jetzt arabisch 1. Nach arabisch 1 ist P von B minus P von A, in dem Fall, dass A eine Teilmenge von B ist, gleich P von B ohne A. Und dann ist P von B ohne A eine Wahrscheinlichkeit. Da weiß ich nach römisch 1, das sind Zahlen zwischen 0 und 1. Also insbesondere größer gleich 0. Okay, Fragen dazu? Dann kommt noch eine dritte Folgerung. Die dritte Folgerung macht eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit von der Vereinigung zweier Ereignisse, falls diese im Fall, dass diese überlappen, also wie hier. Also wir hatten schon in römisch 4, wenn sie nicht überlappen, ist es einfach die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten. Aber was ist, wenn sie doch überlappen? Die allgemeine Formel heißt für alle AB Teilmenge Omega gilt. P von A vereinigt B ist gleich P von A plus P von B minus P von A geschnitten B. Okay, ich schreibe es nochmal hin und dann sage ich es nochmal langsamer. P von A vereinigt B ist gleich P von A plus P von B minus P von A geschnitten B. Warum soll das gelten? Wir machen nochmal so ein Mengenbild. Sie haben die Menge A, Sie haben die Menge B. Und wenn Sie jetzt erstmal P von A ausrechnen, dann bekommen Sie den Teil hier. Wenn Sie P von B ausrechnen, bekommen Sie den anders gestreiften Teil. Und dann sehen Sie, wenn Sie beides addieren beim Flächeninhalt, dann haben Sie den Schnitt eben zweimal dazu addiert. Das heißt, Sie haben den Schnitt einerseits aus der Menge A, andererseits aus der Menge B. Das heißt, um auf den Flächeninhalt der Vereinigung zu kommen, wo der Schnitt ja nur einmal drin ist, muss ich ihn noch einmal abziehen. Und formal können Sie es wie folgt zeigen, denn ich schreibe die Vereinigung um. Ich schreibe A vereinigt B als eine Vereinigung von drei Mengen. Erstmal nehme ich den Teil von A, der nicht in B drin liegt. Und das mache ich so, dass ich A ohne den Schnitt betrachte. Dann nehme ich noch den Teil von B, der nicht in A drin liegt. Vielleicht klammern wir hier nochmal, um das klar zu machen. Und als drittes, jetzt fehlt noch gerade die Vereinigung, der Schnitt, sorry. Jetzt fehlt noch der Schnitt von beiden.
Dankeschön, Schreibfehler. Das ist der Schnitt. Sie haben vollständig recht. B ohne A vereinigt, B wäre die leere Menge. Also ich nehme A ohne A geschnitten B, das ist ja gerade der Teil hier. Oder vielleicht machen wir es noch farbig. Das zweite ist das Gelbe. Und das dritte ist das Blaue. Ich habe die Menge so zerlegt. Und Sie sehen auch sofort, diese drei Mengen haben keine Elemente gemeinsam. Also wenn ich zwei davon betrachte und den Schnitt bilde, kommt die leere Menge raus. Das heißt, ich habe paarweise leeren Schnitt. Ja, und jetzt nehme ich meine Eigenschaften. Ich habe dieses P von A vereinigt B. Und ich habe dieses A vereinigt B als Vereinigung dreier Mengen dargestellt, die paarweise leeren Schnitt haben. Ich nehme die Beziehung 5 mit n gleich 3, also für die Vereinigung von drei Mengen. Das heißt, nach römisch 5 ist das das gleiche wie P von A ohne A geschnitten B. Dann können Sie es so darstellen, als eine Summe von drei Wahrscheinlichkeiten. Sehen Sie auch beim Flächeninhalt, der Flächeninhalt von der Vereinigung ist die Fläche von der roten Fläche, Flächeninhalt der roten Fläche plus die Flächeninhalt der gelben Fläche plus die Flächeninhalt der blauen Fläche im Bild. Und jetzt die ersten beiden Wahrscheinlichkeiten sind Differenzen, Wahrscheinlichkeiten von Differenzen. Sie haben also eine erste Menge ohne was Zweites. Das, was hinten steht, ist immer eine Teilmenge von der Menge, die vorne steht, weil A geschnitten B ist natürlich eine Teilmenge von A und A geschnitten B ist auch eine Teilmenge von B. Das heißt, wir sind in der Situation aus Arabisch 1, das heißt, ich kann Arabisch 1 anwenden, komme auf P von A minus P von A geschnitten B. Plus P von B minus P von A geschnitten B plus P von A geschnitten B. Fasst das Ganze zusammen. Ich ziehe zweimal P von A geschnitten B ab, addiere es einmal dazu. Kommen Sie auf die Formel, die ich zeigen will. Und wir haben die Behauptung. Okay, Sie haben Fragen, dann fragen Sie mal. Fragen Sie nur.
Fragen? Also wir haben angefangen mit ein paar allgemeinen Eigenschaften für Wahrscheinlichkeiten, wo ich gesagt habe, die sind eigentlich intuitiv klar. Und dann ein paar weitere daraus gefolgert, die vielleicht intuitiv ein bisschen weniger klar waren. Ich möchte das Ganze jetzt in einer Definition zusammenfassen, zu dem, was wir unter dem sogenannten Wahrscheinlichkeitsraum verstehen. Dazu nochmal eine Vorbemerkung. Und zwar führe ich noch die sogenannte Potenzmenge einer Menge ein. Das ist die Menge, die alle diejenigen Mengen enthalten, die Teilmengen der Menge sind. Also ist Omega Menge. So ist Potenzmenge von Omega. Man macht so ein kalligraphisches P von Omega. Das ist auch wieder eine Menge. Aber das ist jetzt eine Menge von Mengen. Also besteht aus Mengen A, wo A Teilmenge Omega ist. Sogenannte Potenzmenge von Omega. Das ist die Menge aller Teilmengen von Omega. Also ich führe zu einer Menge die sogenannte Potenzmenge von Omega ein, ist eine Menge von Mengen, und zwar die Menge aller Teilmengen. Wir machen unmittelbar ein Beispiel. Wir nehmen als Omega die Menge, die nur die Mengenzahlen 1 und 2 enthält. Überlegen Sie sich doch mal, was ist denn dann die Potenzmenge von Omega? Vorschläge? Bitte? Das ist 2. Das ist eigentlich eine Frage, ne? Schreiben Sie mal noch nicht mit. Stimmen Sie zu? Potenzmenge von Omega ist 2? Eigentlich müssten 1 und 2 auf jeden Fall drin sein. Ja, und was ist es dann als? Was ist dann? Ist 1, 2? Kann ich es auch alternativ 2, 1 schreiben? Hm? Sie kennen die Lösung. Sehr gut, ne? Aber wenn ich jetzt 2 hinschreibe, können Sie auch begründen, warum die Lösung dann falsch ist, ne? Und es ist nicht ein Tippfehler in meinem Skript, ne? Die 1 muss auch mit drin sein. Warum muss denn, also Sie würden sagen, in dieser Menge muss die 1 drin sein. Bei beide Teil von, ach, dann habe ich doch einen Alternativvorschlag für Sie. Was halten Sie von? Das ist, ja, aber ich will ja nicht wissen, was drin ist. Ich will ja wissen, was es ist. Jetzt wäre die Frage, wir einigen es drauf, es ist 1, 2, ne? Und sind glücklich und zufrieden. Müssen es nicht alle möglichen Ereignisse sein? Ja, sollten es irgendwie so. Also Sie würden auch noch 1 und... Und 2 und nichts hinschreiben?
Das ist jetzt auch verwirrend, ne? Das ist alles so blöd, was der Mann da macht, ne? Aber wenn Sie sich mal gucken, was ich da oben gemacht habe. Ich habe ja behauptet, diese Potenzmenge, das ist ja so in Mengenklammern geschrieben, das muss ja eine Menge sein. Das Erste, was ich hinschreiben muss, ist ganz klar eine Menge. Was ich hier hingeschrieben habe, ist keine Menge, ne? Das ist ja ganz offensichtlich keine Menge, ne? Ich habe viele Mengen hingeschrieben, ne? Also es muss irgendwie eine Menge sein, ne? Und wenn Sie gucken, was ist es für eine Menge? Es ist die Menge von allen möglichen Teilmengen von Omega. Und Sie haben schon richtig erkannt, die möglichen Teilmengen von Omega, von dieser Menge, ist die Gesamtmenge, die Menge, die nur die 1 enthält, die Menge, die nur die 2 enthält, oder die leere Menge. Und mehr Teilmengen gibt es nicht, ne? Und das Einzige, was Sie jetzt noch machen müssen, Sie müssen das Ganze in eine Menge packen. Wie beschreiben Sie eine Menge? Eine Möglichkeit ist eine Aufzählung Ihrer Elemente. Und schreiben das in Mengenklammern, das heißt, Sie machen hier noch Mengenklammern drumherum. Und dazwischen machen Sie noch Kommas. Und schon haben wir es gelöst. Sie verstehen nicht ganz, warum die leere Menge da auch reingehört, weil die leere Menge eine Teilmenge von Omega ist. Die leere Menge, also das ist die Frage, was ist eine Teilmenge? Eine Teilmenge ist eine Menge, wo jedes Element, was drin ist, auch in der anderen Menge drin ist. Aber jedes Element, das in der leeren Menge drin ist, es gibt keins, ist auch in Omega drin. Jetzt machen Sie eine Modifikation mit von Omega gleich 1, 2, 3. Ne? Ja, dann machen Sie mal einen Vorschlag. Was würden Sie machen? Sie würden auch wieder eine Menge nehmen? Und damit wären Sie zufrieden? Ja, sind denn 1 und 3 und 2 und 3 Teilmengen von 1, 2, 3? Eigentlich schon, dann würden Sie es auch reinschreiben. Ne? Das heißt, Sie müssten auch noch 1 und 2 reinschreiben. Sie müssten auch noch 1 und 3 reinschreiben. Müssten Sie noch mehr reinschreiben? 2 und 3 auch noch, ne? Und dann würden Sie Mengenklammer zumachen. Und jetzt fragen Sie sich mal, wie wir jetzt da 37 nehmen, Herr Kohler. Was schreiben Sie dann dahin, ne? Naja. Naja, also wir können jetzt weitermachen. 4, 5, 6, 7, ne? Und ich spare mir eine Menge Vorbereitung in Zukunft, weil ich muss die Vorlesung gar nicht mehr vorbereiten. Wir schreiben nur noch so eine weitere Potenzmenge hin, ne? Aber ist klar. Also eigentlich ist klar, wie es geht, ne? Okay, Sie haben es kapiert. Das heißt, diese Potenzmenge ist insbesondere die Menge aller Ereignisse, die Sie haben, wenn Sie einen Wahrscheinlichkeitsraum mit Grundmenge Omega zurück zugrunde gelegt haben. Ereignisse waren ja gerade die Teilmengen. Und was wir jetzt machen wollten, wir wollten ja für solche Teilmengen Wahrscheinlichkeiten festlegen. Und das macht die nächste Definition. Obwohl ich kann es theoretisch auch hier hinschreiben. Ne, wir schreiben es hier hin. Ein Wahrscheinlichkeitsraum ist jetzt ein Tupel, bestehend aus der Grundmenge und diesem P, was die Zuweisung von Wahrscheinlichkeiten zu Teilmengen der Grundmengen ist. Also ein Tupel, Omega, P, mit Omega nicht leere Menge. Und mein P soll jetzt das machen, dass es allen möglichen Teilmengen von Omega Wahrscheinlichkeiten, also reellen Zahlen oder Zahlen zwischen 0 und 1 zuweist. Und das kann ich in einer Abbildung zusammenfassen. P ist eine Abbildung, da stecke ich ein Element der Potenzmenge rein und bekomme eine reelle Zahl raus.
Und für diese Abbildung fordere ich, dass Römisch 1 bis Römisch 6 gelten. Die Abbildung für die 1 bis 6 gelten. Und wenn ich sowas habe, dann heißt dieses Tupel Wahrscheinlichkeitsraum, also so ein Omega P mit Omega nicht leere Menge. P ist eine Abbildung von Potenzmenge von Omega nach R. Für diese Beziehungen 1 bis 6 gelten, heißt Wahrscheinlichkeitsraum. Und auch Wahrscheinlichkeitsraum kürze ich wie immer ab, nämlich mit W-Raum. Und wenn Omega P so ein Wahrscheinlichkeitsraum ist, dann heißt dieses P selber, diese Abbildung, Wahrscheinlichkeitsmaß oder W-Maß. Diesen Fall heißt P W-Maß. Und das ist das Ding, wie wir Zufall modellieren. Wir haben irgendein Zufallsexperiment und wir wählen einen Wahrscheinlichkeitsraum, der das beschreibt. Dieser Wahrscheinlichkeitsraum, beschrieben durch die Grundmenge, ist die Menge aller möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments, und durch eine Abbildung, mit der wir alle Wahrscheinlichkeiten für den Teilmengen der Grundmengen festlegen. Und zwar so, dass die Beziehungen 1 bis 6 gelten. Ich mache gleich ein Beispiel dazu, vielleicht vorher noch eine kleine Nebenbemerkung. Manchmal ist es schwierig, dass Sie eine Abbildung finden, für die 1 bis 6 gelten und die auch noch gewünschte Eigenschaften hat, die Sie von der Natur des Zufallsexperiments eigentlich erwarten würden. Und das würde man dann mathematisch so lesen, dass man die Wahrscheinlichkeiten nicht mehr für alle Mengen festlegt, sondern nur noch für einen Teil der Mengen in der Potenzmenge. Dann wird man den Begriff des Wahrscheinlichkeitsraumes erweitern. Statt Omega P wäre es ein Triple Omega, noch ein Skript A und P. Skript A ist eine Teilmenge von der Potenzmenge von Omega, für die ich meine Wahrscheinlichkeiten festlege. Aber das möchte ich in der Vorlesung vernachlässigen. Also für Sie ist ein Wahrscheinlichkeitsraum nur so ein Tupel. Das sind technische Gründe, die zum Teil aussagen, Sie finden gar nicht eine Abbildung, die auf der ganzen Potenzmenge, zum Beispiel von R, definiert ist, diese Beziehungen 1 bis 6 alle simultan erfüllt und noch eine gewünschte Eigenschaft hat. Zum Beispiel, Sie wollen ein rein zufälliges Ziehen aus dem Intervall von 0 bis 1 modellieren, dann würden Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl in einem Teilintervall von 0 bis 1 landet, ist gerade die Länge von dem Teilintervall. Sowas wäre naheliegend. Aber das finden Sie dann nicht definiert auf der ganzen Potenzmenge, sodass 1 bis 6 noch gilt. Deswegen würden Sie da technisch was ändern. Aber das ist eine Sache, die brauchen Sie nicht wissen. Also Sie erfahren in dieser Vorlesung nicht die ganze Wahrheit, sondern nur 2/3 davon. Also. Gut, ich mache direkt ein Beispiel dazu. Wie kann so ein Wahrscheinlichkeitsraum aussehen? Werfen einer echten Münze und das Ergebnis ist Kopf oder Zahl, je nachdem, mit welcher Seite die Münze oben landet. Das heißt, die Menge aller möglichen Ergebnisse wäre einfach Kopf oder Zahl, ich kürze ab mit K oder Z.
Und dann sehen Sie sofort, was die Potenzmenge ist, ne? Was ist die Potenzmenge von der Menge bestehend aus K und Z? Die leere Menge ist drin. Also wir machen wieder eine Menge. Und die Menge Kopf und Zahl. Das wäre die Potenzmenge. Und Sie sehen, wenn Sie jetzt, kleinen Moment, wenn Sie jetzt Wahrscheinlichkeiten festlegen wollen, dann müssen Sie eben die Wahrscheinlichkeit festlegen für die leere Menge, für Kopf, für Zahl und für Kopf und Zahl. Ist das eine Frage? Kopf und Zahl kann gleichzeitig nicht stattfinden. Was bedeutet das Ereignis Kopf und Zahl? Das Ereignis Kopf-Zahl tritt ein, wenn eins von beiden eintritt. Und das tritt immer ein, ne? Noch eine Frage? Sie verstehen nicht, warum die leere Menge auch drin ist, einfach weil wir es so definiert haben. Wir haben gesagt, das ist die Menge aller möglichen Teilmengen. Und die leere Menge ist per se eine mögliche Teilmenge. Das würde bedeuten, dass Sie die Münze nicht werfen. Nein, Sie fragen sich, kann es sein, dass die leere Menge eintritt? Das kann nicht sein, ne? Weil es, also dann wissen Sie sofort, was die Wahrscheinlichkeit von der leeren Menge ist. Die muss null sein, ne? Aber Sie können es aufnehmen, ne? Das hatten wir auch in der, gucken Sie mal auf Römisch 2, da haben wir gefordert, P von der leeren Menge ist 0, ne? Steht schon drin. Also, Sie haben schon recht, man könnte sagen, lohnt sich das hier, die leere Menge aufzunehmen? Das ist doch völlig unwichtig, ne? Kein Mensch wird doch wissen wollen, ob die leere Menge eintritt, ne? Vom praktischen Standpunkt haben Sie recht, aber wenn ich eben wirklich die Potenzmenge nehme, wird die ganze Struktur ein bisschen einfacher. Und ich kann dann irgendwelche Sachen leichter zeigen. Das sehen Sie jetzt hier nicht, weil ich diese Beweise gar nicht führe. Das wäre der Beweis gewesen, wenn ich Ihnen zeigen möchte, dass Römisch 1, 2 und 6 ausreichend, um 3, 4, 5 zu zeigen. Dann wäre es nützlich gewesen, dass ich die leere Menge drin habe. Okay, jetzt überlegen wir, was ist das P? P doppel P von Omega nach R ist festgelegt durch erstens, ich muss sagen, was ist die P von der leeren Menge? Aber das weiß ich ja. P von der leeren Menge ist 0. Zweitens muss ich sagen, was ist P von ganz Omega? Das weiß ich auch, das ist 1 nach Römisch 2. Das heißt, das Einzige, was ich mir noch überlegen muss, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Kopf würfel? Und was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Zahl würfel? Und wenn Sie eine echte Münze haben, dann ist die komplett symmetrisch. Das heißt, P von Kopf ist gleich P von Zahl. Also egal, ob Sie fragen, mit welcher Wahrscheinlichkeit würfel ich Kopf oder Zahl, wenn die Münze komplett symmetrisch ist. Also hier könnten Sie mit Begründung echte Münze. Und jetzt können Sie sich überlegen, wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit dann? Ja, Sie wissen, dass 1 gleich P von Kopfzahl zusammen ist, haben wir ja schon festgelegt. Und das kann ich nach Römisch 4 umschreiben zu P von Kopf plus P von Zahl. Also Sie können ja die Zweipunktmenge bestehend aus K und Z darstellen als Vereinigung von der Einpunktmenge K und Vereinpunktmenge Z. Und die beiden Mengen überlappen nicht. Dann muss nach der Römisch 4 P von A vereinigt B gleich P von A plus P von B für A geschnitten B gleich leer.
diese Beziehung gelten. Wenn die jetzt beide gleich groß sind, sehen Sie, das muss ein Halb sein. Und Sie haben Ihren Wahrscheinlichkeitsraum gefunden. Okay, Fragen soweit? Fragen soweit noch? Oder Sie können was nicht lesen? Ich mache mal, wie war es denn? Ich sollte vielleicht das nach oben machen, das andere nach unten, ne? Oder so vielleicht. Was ich jetzt als nächstes mache, ich verallgemeinere dieses Beispiel. Ich hatte hier ein Beispiel, einen Wahrscheinlichkeitsraum mit zwei Elementen und jedes der einzelnen Elementarereignisse, weil das ein einzelnes Element auftritt, taucht mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auf. Das verallgemeinern wir jetzt. Es gibt den sogenannten Laplace'schen Wahrscheinlichkeitsraum. Der Laplace'sche Wahrscheinlichkeitsraum, Definition. Ein Wahrscheinlichkeitsraum Omega P, wo Omega eine endliche Menge ist, mit Omega endlicher Menge. Und ihr P ist eine Abbildung, definiert auf der Potenzmenge von Omega nach R. Da gebe ich unmittelbar die Abbildungsvorschrift an. P von einer Menge A. Da gucke ich mir einfach an, wie viele Elemente sind in A und teile durch die Anzahl der Elemente in Omega. Und das schreibe ich als Betrag von A durch Betrag von Omega für alle A-Teilmenge Omega. Wobei eben Betrag von A ist die Anzahl der Elemente in A. Das Ding heißt Laplace'scher Wahrscheinlichkeitsraum. Also ein Wahrscheinlichkeitsraum Omega P, wo Sie, das Omega ist eine endliche Menge. Also bei dem Zufallsexperiment dürfen nur endlich viele mögliche Ergebnisse auftreten. Und die Wahrscheinlichkeit wird festgelegt, dass Sie sagen, Wahrscheinlichkeit von einer Menge ist Kardinalität der Menge durch Kardinalität von Omega. Das Ding heißt Laplace'scher Wahrscheinlichkeitsraum. Das heißt, immer wenn Sie einen Laplace'schen Wahrscheinlichkeitsraum angeben wollen, müssen Sie eigentlich nur sagen, A, was ist meine Grundmenge? Die müssen Sie irgendwie hinschreiben und dann müssen Sie die Formel noch dazu schreiben. Und sind fertig. Sie haben eine Frage? Hm?
Diese Kardinalität von A ist die Anzahl von Elementen in A. Also das heißt mathematisch auch Kardinalität einer Menge. Oder die Anzahl der Elemente einfach nur. Sie zählen nur, wie viele Elemente sind in der Menge A drin. Und das hatten Sie hier bei dem Beispiel zum Beispiel, ne? Weil Sie hatten P von der leeren Menge, das ist die Anzahl der Elemente in der leeren Menge, ist 0, geteilt durch die Anzahl in Omega ist 2, ergibt 0. P von Omega ist die Anzahl der Elemente in Omega ist 2, geteilt durch 2, gibt 1. Und P von dieser Einpunktmenge, das ist Anzahl der Elemente in der Einpunktmenge ist 1, geteilt durch Anzahl Omega ist 2. Das heißt, Sie haben hier ein Beispiel. Was Sie sich merken müssen, das Ding wird zur Modellierung von Zufallsexperimenten verwendet, wo zwei Sachen vorkommen müssen. Erstens, nur endlich viele verschiedene Werte kommen als Ergebnis vor. Und zweitens, jeder Wert tritt mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf. Bemerkung. Bei denen, erstens, also wird zur Modellierung von Zufallsexperimenten verwendet, bei denen nur endlich viele verschiedene Werte kommen als Ergebnis vor. Und zweitens, jeder Wert tritt mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf. Ich mache zum Abschluss dazu noch ein Beispiel. Wieder ein Spielzeugbeispiel. Das richtige, von der Anwendung interessierte Beispiel kommt beim nächsten Mal. Sie können was nicht lesen? Ohne Frage? Sie haben es jetzt, okay. Geworfen werden 4 Münzen. Und zwar 2 50 Cent, eine 1 Euro und eine 2 Euro Münze. Und nachdem Sie, das ist ein Spiel, nachdem das geworfen wird, bekommt der Spieler als Gewinn alle Münzen, die mit Zahl oben landen. Also wenn alle Münzen mit Wappen oben landen, bekommt der Spieler 0. Wenn alle Münzen mit Zahl oben landen, bekommt er 2x 50 Cent, einmal 1 Euro, einmal 2 Euro, 4 Euro. Wenn nur die 2 Euro Münze mit Zahl oben landet, die ganzen anderen mit Wappen, bekommt er genau 2 Euro und so weiter. Und was ich frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist Gewinn größer gleich 1 Euro?
Also im Sinne von unserem empirischen Gesetz der großen Zahlen, wenn Sie dieses Zufallsexperiment immer wieder durchführen, in wie viel Prozent der Fälle kommt dann ein Gewinn von größer gleich 1 € raus für Anzahl der Durchführungen gegen unendlich und die einzelnen Durchführungen unbeeinflusst voneinander. Und das möchte ich jetzt eigentlich bestimmen, ohne das Zufallsexperiment durchzuführen. Okay, Beispiel klar? Oder Fragen dazu? Gut, also wir könnten es jetzt machen, immer wieder machen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen stattdessen einen Wahrscheinlichkeitsraum wählen, der dazu passt, und dann in dem Wahrscheinlichkeitsraum die Wahrscheinlichkeit wählen oder berechnen. Dafür machen wir eine Modellierung. Und der erste Schritt der Modellierung ist zu sagen, was ist denn das Ergebnis unseres Zufallsexperiments? Und wenn Sie das Ergebnis festgelegt haben, dann haben Sie die Grundmenge, ne? Die Menge aller möglichen Ergebnisse ist die Grundmenge. Was würden Sie sagen, was ist hier das Ergebnis des Zufallsexperimentes? Irgendein Vorschlag? Das Ergebnis ist die Potenzmenge. Potenzmenge von was? Von Omega, aber was ist Omega? Wir fragen gerade danach, was ist Omega, ne? Wir wollen gerade die Grundmenge bestimmen. Und dann haben Sie als nächstes Ihr Definitionsbereich Ihres Wahrscheinlichkeitsmaßes, die Potenzmenge. Aber was ist die Grundmenge? Was sind die möglichen Ergebnisse? Sie sagen, die möglichen Ergebnisse sind 1 Euro, 2 Euro und 50, 2 mal 50 Cent. Wir haben 3 Elemente. Naja, also gucken Sie nochmal, was Sie machen. Sie nehmen diese 4 Würfelmünzen, Sie werfen sie, Sie gucken, wie sie gelandet sind, Sie bekommen einen Gewinn ausgezahlt. Was ist jetzt das Ergebnis Ihres Zufallsexperiments? Sie würden sagen, Kopf oder Zahl in vierfacher Kombination. Das heißt, wir könnten sagen, die Lage der Münzen, wie sie landen, ist ein Ergebnis unseres Zufallsexperiments. Richtig. Gibt es andere Möglichkeiten? Wir könnten sagen, immer der Eurobetrag, der ausgezahlt wird, ist das Ergebnis unseres Zufallsexperiments. Auch richtig. 0, 50 Cent und so weiter. Können wir durchgehen, ist klar. Bis zu 4 Euro, ne? Gibt es noch was anderes? Also sind 2 richtige Antworten, es gibt noch eine dritte. Ich könnte einfach nur angucken, ist der Gewinn größer gleich 1 Euro oder nicht? Und ja oder nein als Ergebnis machen. Also ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich nehme aber nicht irgendeine davon, sondern ich mache das so, dass ich anschließend einen Laplace'schen Wahrscheinlichkeitsraum wählen kann. Das heißt, ich mache das so, dass jeder Wert mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftritt. Und das ist nur bei der Lage der Münzen der Fall. Das heißt, ich beschreibe ZE durch so ein 4-Tupel. Das 4-Tupel, bei dem 4-Tupel setze ich den i-ten Eintrag entweder als Zahl oder Kopf. Ich nenne es Zahl. Falls Münze I landet mit Kopf unten oben.
Ich nenne es Kopf sonst und ich denke mir dabei die Münzen durchnummeriert. Wobei die Münzen durchnummeriert sind, also Münze 1 ist 50 Cent. Münze 2 genauso, Münze 3 1 Euro, Münze 4 2 Euro. Und dann sehen Sie sofort, was die Grundmenge ist. Unser Omega ist die Menge aller solchen vier Tupel. Kleinen Moment. Und Omega I. Ist Kopf oder Zahl. I gleich 1 bis 4. Jetzt hatten Sie eine Frage? Ja, mit Zahl oben landet, das macht ja irgendwie keinen Sinn, wenn ich ich könnte es natürlich auch mit Kopf, mit Z abkürzen, aber es wäre nicht besonders sinnvoll. Sie haben komplett recht. Ich schreibe gerade Zahl und Kopf, um das irgendwie mir einfach merken zu können. Die Omegas, also ein einzelnes Omega, ein einziges Ergebnis, ist so ein Viertupel, das in die Lage der vier Münzen beschreibt. Okay. Und jetzt läuft mir leider die Zeit davon. Aber jetzt könnten Sie hier eben relativ einfach den Wahrscheinlichkeitsraum festlegen, nämlich der Wahrscheinlichkeitsraum, jedes dieser einzelnen Tupel tritt mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auf. Es gibt, wie Sie leicht sehen, 2 mal 2 mal 2 mal 2, also 16 verschiedene Tupel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für eine so beliebige Lage ist ein 16. Dann können Sie den Laplace'schen Wahrscheinlichkeitsraum nehmen, das heißt, Ihre Abbildung von der Potenzmenge von Omega nach R ist einfach definiert, P von A ist Kardinalität von A durch Kardinalität von Omega. Also Kardinalität von A durch 16 hier. Sie wollen berechnen die Wahrscheinlichkeit, dass der Gewinn größer gleich 1 Euro ist. Das heißt, Sie gucken sich die Menge aller vier Tupel an, wo der Gewinn größer gleich 1 Euro ist und müssen davon noch die Kardinalität bestimmen. Könnten Sie zum Beispiel eine Tabelle machen, alle vier Tupel, alle 16 Viertupel, die es gibt, durchgehen, jeweils bestimmen, wie groß ist der Gewinn. Weil bei jedem dieser 16 Viertupel wissen Sie ja, wie jede einzelne Münze gelandet ist und die Kardinalität noch bestimmen, dann haben Sie Ihre Wahrscheinlichkeit. Okay, aber ich bin schon 2 Minuten über der Zeit, sorry, machen wir beim nächsten Mal.